Einen herzlichen Gruß aus Köln an diesen 22. Dezember 2020. Auch das heutige Evangelium schildert uns eine Begebenheit aus dem Leben Mariens. Es ist wiederum die Fortsetzung. Maria hat vom Engel die Botschaft empfangen, Mutter Gottes zu werden. Sie macht sich auf den Weg zu ihrer Verwandten. Dort kommt es zu dieser freudigen Begegnung mit Elisabeth. Und dann kommt das große Loblied der Gottesmutter: Meine Seele preist die Größe des Herrn. Und dort heißt es: Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. Von nun an werden mich selig preisen alle Geschlechter. Maria ist selbstbewusst, aber demütig. Sie weiß, dass sie alles vom Herrn hat, dass sie von sich aus nichts einzubringen hat. Aber das Wenige, was sie einzubringen hat, ihren Glauben, ihren guten Willen, das kann der Herr groß machen. Und dieses Magnificat, das können Sie und ich, das können wir ganz gut über uns selbst singen. Wir können selbst die Größe Gottes preisen, denn mit jedem von uns kann Gott etwas Großes machen. Jeder von uns hat seine eigene Begabung. Niemand kann alles, aber jeder kann etwas. Und wenn wir ihm das zur Verfügung stellen, wie Maria das ihre Gott zur Verfügung gestellt hat, dann kann daraus Großes werden. Mitwirken am Heilswerk Gottes, das ist unser Auftrag und unsere Sendung. Und das Schöne, das Entscheidende tut er. Und eine Helferin im Himmel ist er bei uns, die Gottesmutter.